Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio, und zwar die Nummer 49. Wir sind unterwegs, um mit dem Zug Eisen zu holen. Nicht eine Fuhre Zug, sondern eine Fuhre Eisen. Das war der Versprecher letztes Mal. Achso, Enter, dann kommen wir da rein und dann sollten wir eigentlich starten können, aber ne, Kohle ist drin, müsste also gehen. Fährt aber trotzdem nicht. Hopp. Gut. Ist immer etwas schwierig mit dem Zug, ne? Oh, dunkel. Kein Licht. Wir sehen da ja gar nichts. Ich dachte, er hätte auch Scheinwerfer, aber das ist wohl nicht so, ne? Naja, so ungefähr kommen wir ja hin. Da gibt es einen Schalter für Licht. Könnte auch sein, ne? Naja, schauen wir mal. So, dann sind wir am Zielort. Ach, guck mal. Die Lok hat Licht. Wir sind nur rückwärts in dem Sinne gefahren. Dazu keine Scheinwerfer. Alles klar. Ja, ich steige mal aus, gehe mal hoch und sammle das hier ein, oder? Dann haben wir da schon mal wieder was gesammelt. Gut. Dann haben wir es voll und der Zug hat auch gleich voll und alles gut. Oder wird gut. So. Sind wir nicht voll. Oh, da kommen Viecher. Oh, 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 oh. Die kommen da tatsächlich sogar schon rein. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir hier die Mauer wieder ziehen. Gut. Können wir denn einen Laserturm bauen irgendwo? Munition, Waffen sind hier. MG-Turm. Ist aber kein MG-Turm. Aber wir können auf jeden Fall hier was bauen. Das ist wichtig. Ah, da. MG-Turm. Das wäre ein Laserturm, der da gebraucht wird, ne? So, die bauen wir da. Und das bauen wir dann mal dazu, ne? Das geht so nicht. Da sind wir zu weit weg für. Da aber nicht, ne? Ne. Okay, dann haben wir nix. Und sammeln wir nochmal wieder ein. Okay. Ja, da sind wir zu nah dran gewesen. So, jetzt kriegen wir es wieder eingesammelt. Unsere Taschen sind wohl riesengroß. Ah, das ist schon voll. Aber wir sind noch nicht voll. Na komm, egal, das reicht aber auf jeden Fall. Steigen wir im Zug ein und fahren wieder zurück. Haben wir genug, ne? Oh, da sind wir viel zu weit gefahren. Können wir wieder zurückfahren, ne? Ich weiß gar nicht, wo die Strecke da unten noch hingehen sollte. So, und stopp.
Und stopp. Da haben wir eben Kohle rausgenommen. Wenn, ah, er nimmt immer noch Kohle raus. Shit. Ah, nimmt immer noch Kohle raus. Toll. Doof. Okay, Technologie ist durch. Gucken wir mal gerade, können wir überhaupt noch was forschen? Ich glaube, es ist alles erforscht, ne? Ist ja alles grün. Okay, dann war's das da in der Hinsicht. Die Kiste ist die falsche, die da drunter wär's. Wir müssen mal ganz schnell hier was holen. Und ich will hoffen, dass das jetzt nicht wieder auspackt. Nee, tut er nicht. Und da auch noch rein. Machen wir das voll, ne? So, dann sind wir raus aus dem Zug. Auf der Seite gibt es jetzt auch wieder Eisen und Kohle. Natürlich doof gelaufen, ne? Ich muss es jetzt erst wegnehmen, ne? Da ist überall die Kohle zwischen. Können wir nachher oben wieder eine Kiste machen, bis keine Kohle mehr da ist. So, dann ist da auch noch was. So, jetzt ist überall Eisen. Haben wir hier eine Kiste, ich glaube, ja. Und so passt's, oder? Das Eisen kommt überall raus. Können wir produzieren. So, jetzt gucken wir unten. Ob wir hier, was wir hier drin haben. Ja, Eisenplatten. Die nehmen wir alle mit. Da ist allerlei drin. Und da sind viermal Munition drin, also fast nichts. So, jetzt müssen wir schauen, was wir nicht mehr produzieren müssen. Das können wir nämlich da sein lassen. Da können wir wenigstens das gucken. Stahlträger fehlen da allerdings. Wie sieht's hier aus? Förderbänder können wir auch sein lassen. Munition machen wir dann da auch. Dann auch Stahlträger. Die Roboter brauchen wir auch nicht. Kann man hier nicht produzieren. Wäre also auch über. Was ist in der Kiste? Kupfer. Nehmen wir jetzt mal einfach alles mit, oder? Die Tränke brauchen wir auch nicht produzieren. Zurzeit brauchen wir gar nichts produzieren. Doch, dieses. Das kann man also lassen. Da kommt auch was an und da wird sogar was produziert, oder wie sehe ich das? Da fehlt es aber an Kupferplatten und an Stahlträger. Also an Kupferplatten soll es nicht liegen. Das geht. So, jetzt müssen wir gucken, wo Stahlträger gemacht werden. Das geht ja da dann, ne? Da wird einfach Eisen hergestellt. Und die machen den Stahlträger. Und da können wir dann mal gerade so machen, dass es auch voll ist. Dann gehen wir mal kurz ins Auto ablegen. Was brauchen wir noch?
Munition. Stahlträger. Ja, ich glaube, das wäre schon wieder alles, ne? Da fehlt es an Eisenplatten, Stahlträger und panzerbrechende Munition. Gut. Okay. Müssen wir nur mal gucken, was hier so produziert wird, weil Zahnräder brauchen wir auch noch zurzeit nicht. Das macht Sinn. Die brauchen wir gerade auch nicht. Machen wir noch das. Aber da oben ist kein Kupfer, deswegen können wir es auch nicht produzieren, ne? Stahlträger kommen da wahrscheinlich auch nicht an. Das bedeutet, die müssten wir hier machen. Gut, dann müssten wir da gucken. So, der Ofen läuft. Gucken, ob das funktioniert, ob der das weiter noch da gibt. Noch passiert da nichts. Die Stahlplatten werden auch nicht weitergegeben. Der Roboter kriegt das nicht hin. Okay. Da reicht es dann vom Platzangebot nicht her. Das würde bedeuten, den da weg. Den drehen. Und dann kommt ja auch genug Eisen an. Und den dahin. Dann sollten da jetzt Eisenteile produziert werden, ne? So, da kommt das erste Eisenteil raus. Wo ist denn das Eisenteil jetzt hin? Da läuft auf jeden Fall eins. Aha. Produktion läuft. Ja, gut. Wie sieht es jetzt hier unten aus? Oh, das ist viel. Da sind die Eisenträger drin. Und da sind die Stahlplatten drin. Läuft alles. Stahlträger, panzerbrechende Munition und Eisenplatten. Alles, was wir brauchen, gibt es da unten. Die können das noch herstellen. Die stellen es schon her, können es aber nicht ablegen, weil hier alles voll ist. Warte mal, das würde bedeuten, wir haben hier auch zu viel produziert. Und da haben wir auch nicht, glaube ich, zur Zeit. Lassen wir erstmal alles ausfallen. Das ist schon. Und hier will ich jetzt fast sagen, brauchen wir eigentlich auch kein Kupfer gerade mehr, ne? Der läuft nicht mehr dann. Das reicht ja auch erstmal. Wenn wir den einen noch haben, können wir den auch noch laufen lassen. Okay. Zwölf. Und da läuft's auch. Gut. Okay. Kurz zum Auto. Um zu entladen.
Nee, da sind wir jetzt falsch unterwegs. So geht's. Das waren die Eisenplatten, das sind die Strahlträger und das die Munition. Ja, ist aber noch reichlich, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.